natürlich einen dicken Glückwunsch. Das war ja nicht einfach nur ein Sieg, um das mal so blöd zu formulieren. Das war ein Sieg mit Bestleistung. Das flutschte da drin von A bis Z bis auf einen Mini-Haker. Erklären Sie einmal, wie Sie das empfunden haben. Ja, ich war sehr, sehr zufrieden, weil es war eine sehr sichere, routinierte Prüfung. Ich kann Emilio jetzt immer besser reiten und nicht nur agieren, sondern wirklich auch anfangen, das Potenzial rauszufordern. Ich habe natürlich jetzt auch nicht das letzte Risiko genommen, aber ich habe einen Fehler gemacht im starken Galopp, das Aufnehmen. Ich habe eigentlich schon mit meinem Hintern ihm sagen wollen, jetzt kommt der Wechsel, und da hat er auch sofort drauf reagiert. Und da war er also ein bisschen schneller, ist hinten einmal vorgesprungen, aber gut, das war meiner. Ansonsten war gerade die Galopptour, ich glaube, seine Highlight mit Piaf Passage ist sowieso super toll, aber wo wir noch ein bisschen uns verbessern wollten und auch weiter wollen, ist die Galopptour. Die Pirouetten waren, glaube ich, wirklich spitze, da gab es, glaube ich, nicht viel dran zu rütteln. Die Wechsel werden jetzt einfach sicherer. Die Zweier waren schon richtig schön, die Diagonale sicher, locker. Das war sonst immer noch so ein Wabon-Ank. Die Einer waren schon richtig schön sicher. Also ich bin total happy, dass der sich hier so auch mit anfangenden Regen und Fahnen und allem gut präsentiert hat. Das wollte ich gerade sagen. Der Regen, der war ja schon nicht ganz, ganz wenig, wobei er nach Ihnen noch stärker wurde. Merkt man das beim Reiten überhaupt? Nein, ehrlich gesagt war dieser Regen nicht sehr unangenehm. Manchmal kommt es ja geplattert und es ist kalt und es zieht und es windet. Das war einfach ein schöner Landregen, wie man so schön sagt. Und der hat uns nicht wirklich gestört. Und ich glaube auch am Ende, die Kollegen nicht, man wurde nicht kalt, die Pferde wurden nicht kalt. Die Pferde wollten sich auch nicht jetzt gegen den Regen oder gegen den Wind. Manchmal hat man das Gefühl, die wollen sich ja gegen den Wind stellen. Und das war alles nicht so. Das war einfach eine nette Abkühlung. Bin ich denn falsch, wenn ich sage, also im Stechen würde man sagen, ich habe noch nicht das allerletzte riskiert. Morgen im Spezial wird es dann anders? Ja, wir werden das in Ruhe auf uns zukommen lassen. Mir ist erstmal wichtig, dass das Pferd sich weiter so präsentiert. Wie gesagt, da ist auch nichts dran, was irgendwo dann tatsächlich unter einer Acht ist. Und so eine Piaf-Passage ist nochmal was drauf, die Übergänge. Also das ist wirklich toll bei dem Pferd. Und wir reiten das erstmal in Ruhe so weiter und lassen uns da auch nicht verrückt machen oder hetzen. Ich glaube, wir sind gut aufgestellt und machen das in Ruhe so zu Ende. Sagen Sie uns noch zwei, drei Sätze zu seiner Kür? Naja, die Kür ist wirklich wunderbar. Das ist eine ganz tolle Musik. Puccini in erster Linie. Und das ist, das ist Gänsehaut. Ich kann nur sagen, mir macht es Riesenspaß, zu dieser klassischen, wirklich zeitlosen Musik zu reiten. Und ihm auch. Und ich hoffe, es gelingt uns dann, dass wir das so weiter fortziehen können, das Wochenende. Wir freuen uns drauf. Dankeschön. Danke.